heute mal wieder ein Movie von mir. Wir befinden uns heute am Dongdan Beach. Das wäre Teil 2. Den ersten Teil haben wir ja schon abgefilmt. Den werdet ihr schon gesehen haben. Es gibt hier sehr, sehr schöne, stylische Hotels. Es ist ein sehr ruhiger Strand. Und ja, ich würde sagen, falls euch meine Movies gefallen, sehr gern Abo da lassen. Like natürlich sowieso. Ansonsten, wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke noch betätigen. So, ich würde sagen, wir halten mal rum und gucken mal, was so am Strand los ist. Es ist nicht ganz so viel los. Da sitzen ein paar Mädels, ein paar Männer. Hier sitzt einer. Und hier ist sehr, sehr mau. So, wir gucken mal rüber. Wir haben hier eine wunderschöne Villa. Allerdings kann ich euch nicht sagen, ob die belegt ist oder nicht. Ich kann euch nur sagen, sie wurde in den letzten Jahren fertiggestellt und sieht mal echt stylisch aus. Hier haben wir auch den Namen und wir gucken mal rein. Ja, es sieht ziemlich zu aus, aber vom Anblick wunderschön. So, wir gehen mal wieder rüber an den Strand. Es ist so, hier haben wir wieder ein Stück Freistrand. Es muss ja immer ein Stück Freistrand gelassen werden. Falls ihr euch wundert, das Grüne hier, das sind Sandsäcke. Weil wenn es regnet, tut die Kanalisation das nicht auffassen, beziehungsweise verstopft die sehr schnell. Weil es gibt hier früh Reinigungskräfte, die allerdings den ganzen Dreck da reinmachen. So, also, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gehen wir kurz in die Werbung und dann kommt der wunderschöne Beach. So, wir gucken mal zum Beach. Ich hoffe, der Wind stört mich ganz so sehr. Ansonsten ist es natürlich so, es ist 15 Uhr und ja, das Wetter ist auch nicht so richtig. Allerdings haben wir trotzdem ein paar Gäste da und es ist Nebensaison. So, wir halten mal rum. Wow, ist das schön. Ich muss dazu nicht viel sagen. Es ist so, dass hier natürlich sehr, sehr ruhig ist. Ihr seht das, dass hier kein Fahrbetrieb ist von Jetskis oder sonstigen, sonst hier ein reiner Badestrand ist. Ihr seht das an gelben Bojen hier, die gehen durchgehend, so dass man hier absolute Ruhe hat vor den Jetskis. So, die Leute sind auch im Wasser und somit finde ich das fast schon ein kleiner Geheimtipp. Es müsste nur noch das Wetter passen. So, also, hier haben wir eine Freifläche. Es ist so, es muss ja immer mal eine Freifläche gehalten werden. Für unsere russischen Freunde, die mögen nicht so die Liegestühle. Und deswegen ist es immer mal frei hier, wird allerdings dann auch nicht unbedingt sauber gemacht. So, hier haben wir die Rettungsschwimmer. Die haben wir aufgebaut, beziehungsweise bauen wahrscheinlich schon wieder ab. Ihr seht hier, die laufen unten am Beach lang. Wir haben hier den, der beobachtet, und die zwei Rettungsschwimmer. So, ansonsten, die Rettungsschwimmer rauchen auch eine Hilfe. Haben wir hier wieder unsere stylischen Hotelanlagen, ihr seht es hier. Wir gucken mal hier, allerdings kann ich euch hier nicht sagen, ob die in Vermietung ist oder nicht. Es sieht eher aus wie nicht.
aber trotzdem finde ich sehr, sehr schön anzusehen. So, hier mal wieder Beach. Wie gesagt, es ist natürlich nicht allzu viel los am Beach. Es ist ja nicht unbedingt das Wetter dafür, und wir haben natürlich Nebensaison. So, ansonsten haben wir ja hier und die ganzen Kondomiums, die Wieftalees, Beach Wieftalee, Wieftalee, Biermann Wieftalee. Hier entsteht wieder ein Hotel, allerdings ist es schon sehr, sehr lange in Bau. Und nicht zu vergessen unseren Fernsehturm. Ihr seht hier gerade, wie die Gondel hochfährt. Man kann mit der Gondel hochfahren. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir die Gondel angeguckt und ja, ich würde es keinem empfehlen unbedingt. Es sieht nicht sehr sicher aus. Aber wie gesagt, das sollte jeder selber wissen. Also, wir halten nochmal rum. So, wir haben hier wieder ein Beach. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Es ist eher ein Beach für unsere homosexuellen Freunde. Deswegen sind hier einige, ja, wie hier sieht man fast nur Männer, auch die Masseusen oder sagen wir Masseure. Es sind hier fast alle männlich. So, ansonsten gucken wir mal hier rüber. Wir haben hier noch ein paar Gaststätten, wo man natürlich essen kann. Und ein Massagesalon. Beziehungsweise hier kann man reingehen, hier haben wir wieder die Toiletten. Allerdings, wer ein bisschen sparen möchte, der würde da vorne auf die Toilette gehen. Und die kosten im Schnitt 10 Baht hier. So, hier haben wir Thai-Massage, allerdings 250 Baht. Wer keine männliche Massage mag, der geht dann lieber doch darüber. So, ansonsten sehen wir ja hier alles im Betrieb, alles schön, allerdings ja nicht ganz so viel los. Hier wird gezockt und gespielt. Ansonsten haben wir hier unseren Eisverkäufer. Es ist immer im Schnitt auch kein Problem, mit den Kindern hier lang zu gehen. Allerdings müssen wir jetzt nochmal schnell in die Werbung gehen. Werbung! So, ihr dürft euch eigentlich beirren lassen. Hier ist sehr wenig Verkehr, weil das an für sich eine Sackgasse ist. Und man nur mit dem Moped durchkommt. So, wir haben hier, wir gehen nochmal hier rüber. Es ist natürlich nicht so viel los heute. Ihr seht's, das Wetter spielt nicht so richtig mit. Und wie gesagt, es ist mehr ein Beach für unsere homosexuellen Freunde. Ihr seht das schon hier. Die männliche Masseuse. Und da wartet er schon auf Kundschaft, der nette Mensch. Ansonsten haben wir hier das Hasenresort, also das Rapid-Resort, wo man natürlich auch essen kann. Man kann auch abends hierher fahren und sehr schön essen. Allerdings müsst ihr sehen, dass ihr auch rechtzeitig rauskommt, denn 10 Uhr oder 9.30 Uhr ist hier Fahrverbot auf dieser Straße. So, wir gucken mal rum. Hier haben wir wieder eine Freifläche vom Beach. Da, wo natürlich immer Bäume sind, da halten sich immer die Thais auf, weil die Thailänder nicht so in die Sonne wollen. Das ist eben Schönheits Ideal, beziehungsweise ist es so, dass man als Thailänder sagt, wenn man sehr braun ist, arbeitet man auf der Farm, da ist man also ein armer Arbeiter. Und wenn man schön weiß ist, arbeitet man eben halt
in der Bank, sag ich mal. So. Ansonsten haben wir hier jetzt noch eine riesengroße Gaststätte. Der Blue Cat Beach Restaurant. Ihr seht hier, es ist natürlich so, dass hier nicht allzu viel mit Restaurants los ist. Und deswegen ist es hier schon leicht gefüllt. Ansonsten habt ihr hier noch Toiletten. Wie gesagt, wenn ihr Geld sparen wollt, hier kostet die Toilette 10, da vorne 5 Watt. Aber das obliegt an jedem selber. So, hier haben wir für die Kinder noch was Feines. Das wird wahrscheinlich auch gegen Bezahlung sein. Ihr seht, hier ist aber sehr lustig. Und hier haben wir einen bezahlten Parkplatz. So, ihr seht hier, 60 Watt kostet er. Allerdings habt ihr ja hier auch frei für Parken, wenn er rechtzeitig kommt. Alles kein Problem. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell in die Werbung. Und dann gucken wir nochmal. Also, Werbung. So, hier haben wir eine Baustelle, hier wird wahrscheinlich auch ein Hotel entstehen. Ansonsten haben wir hier wieder meine Freifläche mit die Bademeister. Ihr seht hier Lifeguard. Und wie gesagt, wer natürlich ein bisschen sparen will, hier haben wir die Toilette für 5 Watt. Ansonsten haben wir hier noch eine kleine Surf-Ausleihstation. Es wäre ja vom Prinzip her das richtige Wetter. Allerdings schreiben wir Nebensaison. Und deswegen ist wahrscheinlich hier gar wenig los. Also meine Paddelboote. Und. Ihr seht's. Allerdings kann ich euch mit den Preisen nicht weiterhelfen. Doch, hier steht's. 1 Stunde 1000 Watt. Ansonsten ist hier alles sehr viel in Russisch ausgeschrieben. Ich habe das in dem ersten Movie gesagt, dass früher hier also mehr der homosexuelle Strand war. Und aber die Russen, den jetzt hier, die russische Bevölkerung, den voll eingenommen hat. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen so gedreht. So, wir werden nochmal rüberschalten auf den Beach, beziehungsweise auf Perseturm. Ihr seht hier die Gondeln, wir werden mal ein Stück weiter gehen. Vielleicht machen wir das Movie doch ein Stück länger, dass wir auch mal gucken können, wie die Gondel runterfährt oder wie die Gondeln aussehen. So. Ansonsten haben wir hier die Ausleihstation, Schola, also Schule. Das steht da unten drunter, ein Englisch School. Also ist es so, dass ich auch Russisch lesen kann. Ansonsten haben wir hier jetzt noch unsere finnischen Freunde. Und ja, wie gesagt, es ist so, es ist eh gerade Beachende, aber wir werden noch mal zur Station hinten gehen, so dass man auch den Wasserpark ein bisschen sieht. So, hier ist natürlich nicht viel los. Es sind so 5-6 Leute im Wasser. Und ja, wenn hier gerade kein Auto langfährt, ist es hier natürlich sehr ruhig, sehr gediegen und ich möchte mal sagen, sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, ich hätte das schon im ersten Movie gesagt, hier ist auch früh eine Laufstrecke, hier wird viel gerannt und gelaufen. Und wer meine ganzen Movies kennt, auch die Sportmovies, hier ist zum Beispiel die Rennstrecke. Die geht vorne bei der Polizei los und wird hier lang gerannt.
Wir haben es von der Polizeistation bisher eher so etwa 1 Kilometer. So, wir halten noch mal rum. Ja, sie sah schon ein bisschen komisch aus. Alles so weiß im Gesicht. Hat zu viel Puder reingemacht. Und hier sind wir eigentlich schon am Ende. Allerdings werden wir noch mal ein Stück weiter gehen. Wir haben hier so ein paar Highlights. Wir haben zum Beispiel hier noch ein Video. Und dann gucken wir noch mal nach dem Wasserpark. Also, Werbung! Also, hier sieht es schon ein bisschen wild aus. Wir haben ja auch einen Hussi, der wohnt hier. Hat einen super Schrank, ihr seht es mit den Tüten. Ansonsten haben wir hier ein Boot, was gekentert ist. Hier ist ja der offizielle Badestrand zu Ende. Und hier drüben haben wir jetzt den Wasserpark. Der Wasserpark ist eigentlich ausschließlich für Kinder mit Rutschen und ist vom Preis her an für sich sehr, sehr günstig. Zwischen 100 und 200 Baht. Und man kann den ganzen Tag hier spielen und machen und tun. Allerdings, ja, ist heute nicht viel los. Wir werden den Wasserpark noch mal besuchen, wenn wir mit Otto da sind. So, dass wir von drinnen filmen können. Ansonsten haben wir hier jetzt noch unser gekentertes Boot. Hier ist nachts immer mal was los. Hier sitzen viele und feiern. Wer Ladyboys mag, sollte dann mal nachts hierher gehen. Ansonsten haben wir hier die Rettungsstation. Ihr seht es hier und wir besuchen gleich mal Highlight Fitnessstudio. So, wir blicken noch mal kurz auf den Wasserpark. Der ist sehr, sehr groß. Man hat auch hier einige Fahrmöglichkeiten. Ihr seht es hier, eine Hochbahn. Ich glaube, ein kleines Riesenrad. Und. So. Das finde ich immer sehr neckisch hier. Ich würde sagen, ein Hightech Bambu Fitnessstudio. So heißt es auch. Allerdings, beim Bankdrücken sollte man schon vorsichtig sein. 22 Kilo, kurz handeln. Und da haben wir den Bambu Gym. So. Hier zu den Philippinen 6.600, obwohl das eine komische Zahl ist, aber ansonsten zu Stalin überall hin. So, hier haben wir die Gondel, wo ich gesagt habe, die fährt hoch. Allerdings sieht alles immer so ein bisschen hui hui und rostig aus, würde ich mal sagen. So, ich hoffe, meine Movies gefallen euch. Wie gesagt, Abo, Like ist klar. Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir munter, guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bis die Tage, euer Tattoo Man. Bye bye. Hallo Leute!
Das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da. Oder da. Oder da. Ja, irgendwo da ist es. Oder neues da. Movie. Oder da. Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen. Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo, wo, ne, 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 ne,